willkommen zur 9. News-Folge. Heute mit vielen spannenden Themen. Und ab geht's zum Intro. Namco hat übrigens Dragon Ball Fusion vorgestellt. Das ist der dritte Dragon Ball Ableger für den 3DS. Der erste war eigentlich Dragon Ball Heroes, was leider nicht in Europa rauskam. Dann Dragon Ball Bududen oder Extreme Bududen, wie es heißt, ich kann mich nicht mehr genau an den Namen erinnern. Aber ich habe es in irgendeiner also in einer Anfangsfolge gesagt. Kennen einige oder auch nicht das Game Dragon Ball Z Extreme Bududen, das dieses Jahr rauskommt. Und jetzt Dragon Ball Fusion. Ach, das wird so episch nächstes Jahr. Denn es wurde für Februar angekündigt. Welcher das Datum genau im Februar wurde leider noch nicht bestätigt. Aber hoffentlich gibt es einen Multiplayer in dem Game. Das wäre sehr episch. Oh mein Gott, Leute, ihr wisst nicht, welcher Film im November gezeigt wird. Und zwar Boruto The Movie. Das mit deutscher Synchro in den deutschen Kinos. Und zwar findet ihr die Kinos in der Beschreibung. Klickt mal vorbei und schreibt mal, ob ihr zu dem Film hingeht oder sagt ihr, ich mag Boruto nicht so, oder schreibt eure Meinung zu Boruto The Movie oder zu den anderen Themen. Willkommen bei der Karte. Dort oben findet ihr das letzte Video, dort unten das vorletzte Video. Und hier daneben findet ihr das Video aus der anderen Playlist. Und unten findet ihr die Beschreibung und sogar die Kommentare. Also die Kommentarliste.